Das heutige Video wird euch gesponsert von Ineba.com, dem Online-Marktplatz für die neuesten Games, wo ihr weniger als 70% vom Normalwert am Wochenende zahlen müsst. Wenn ihr ein Spiel haben wollt oder eine PSN-Karte, nutzt den Code Chappy und bekommt das Ganze für einen super, super Preis bei der ersten Neuanmeldung. Hallo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Die letzten Tage habt ihr es vielleicht mitbekommen. Diese Woche bekommt ihr jeden Tag einen Upload. Und heute haben wir was ganz, ganz Spezielles dabei. Zum einen kann ich bekannt geben, dass wir den Gewinner von der ersten Runde Pick My Class haben. Wenn ihr jetzt mal reinguckt, Eingabe bzw. Like-Schluss ist offiziell jetzt. Und gewonnen hat tatsächlich die Damon 3XB. Das heißt, ihr werdet morgen ein Gameplay sehen mit der ersten Klasse, die ihr mir vorgeschlagen habt. Und zwar mit der Damon 3XB. Und dann werdet ihr auch noch erfahren, warum die Waffe so heißt, was das mit einem CWL-Spieler zu tun hat, vielleicht einem der besten League-Play-CWL-MLG-Pros der Welt und. Aber heute ist etwas, was ich schon lange Zeit machen wollte. Viele Leute haben danach gefragt, ob ich sowas machen kann. Und ich werde es heute machen. Und zwar Storytime. Es geht um Folgendes. Im Prinzip ist es ganz einfach. Ganz viele Leute von euch wollten Real-Life-Stories von mir hören. Ich habe nicht das Ziel, irgendwie so einen Kanal wie Master Scorpion zu machen, der ja so einen richtigen, ich weiß gar nicht, wie ich das, was er da macht, nennen soll. Das ist auch gar nicht negativ gemeint. Ich weiß einfach nur nicht, wie ich es bezeichnen soll. Also Real-Life-Stories, das wird keine Prank sein, sondern ihr werdet trotzdem so ein bisschen was mit Gaming zu tun haben im Hintergrund. Aber in den Stories geht es um Sachen, die ich in meinem Leben gemacht habe, Unsinn gebaut habe, Stress gehabt habe, witzige Sachen und. Und heute kommt die allererste Story, und zwar, als ich das allererste Mal Tequila getrunken habe. Jeder von euch, egal ob jung oder alt, der schon mal Tequila gesoffen hat, weiß, wie tödlich dieses Zeug ist. Ich war 15 Jahre alt. Dazu muss man sagen, meine Mama hat mir damals sehr, sehr viel erlaubt. Ich durfte im Prinzip hin, wo ich möchte. Das Einzige, was sie immer von mir wollte, war, dass ich ihr vorher Bescheid sage, wo ich hingehe. Und das war nicht, damit sie kontrolliert, ob ich da wirklich bin oder hinterher telefoniert oder sonst was, sondern sie sagte immer zu mir, Kevin, wenn dir irgendwas passiert, Gott bewahre, möchte ich nicht, dass die Polizei vor meiner Tür steht und ich denen sagen muss, ich habe keine Ahnung, wo mein Sohn hin wollte. Wenigstens, wo du hin wolltest, möchte ich notfalls sagen können. Was im Nachhinein auch total toll ist und total Sinn macht. Ich habe aber mit 15 andere Gedanken im Kopf gehabt. Damals habe ich ein Spiel gespielt, das war so ein Online-Game, vielleicht kennen das einige, Operation Weltherrschaft. Das war so ein MMOGA oder wie auch immer die Dinger heißen. Ihr brauchtet also irgendwie keine CD dafür, sondern es war so ein Online-Game. Davon gab es ganz viele damals. Das war so die Zeit, wo das total in war. Und auch ich hatte da eine Gilde mit 15 und Leute, mit denen ich gezockt habe. Und ihr wisst, ich wohne in Hamburg. Und all diese Leute haben ein Treffen gemacht, und zwar in München. Das ist 700 Kilometer entfernt. Ich bin 15 Jahre alt gewesen. Ich habe meine Zweifel, dass meine Mutter mir erlaubt hätte, dass ich einfach so nach München fahre. Zumal ich hatte zwar genug Geld für die Reise, aber dann alleine übers ganze Wochenende mit im Prinzip wildfremden Menschen, die ich nur durchs Internet kenne. Und ich war halt auch mit 15, es tut mir leid, mit 15 ist man ein Kind. Aber es hat mich nicht abgehalten. Ich bin also tatsächlich dort hingefahren. Ich habe mir heimlich eine Karte für den ICE gekauft und bin 6,5 Stunden hingefahren. Und der Stress von diesem Wochenende begann schon bei der Hinfahrt, denn ich habe zwei Sachen nicht bedacht. Die erste Sache, meine Mama wird zwischendurch mit Sicherheit irgendwann mal anrufen. Nicht um zu fragen, wo ich bin, sondern einfach nur mal so, wie es mir geht und. Und der Stress und die Lautstärke, den man in so einem ICE hat, gerade wenn der voll ist, lässt sich am Telefon sehr schlecht verbergen. Also rief sie, wie es natürlich kommen musste, 3 oder 4 Stunden, nachdem ich in diesem Zug war. Die ganze Zugfahrt sollte so 6,5, 7 Stunden dauern. Rief sie natürlich im Zug an. Und ihr könnt mir eins glauben, meine Mama ist keine dumme Frau. Mamas wissen immer alles. Ich saß also im Zug, hab versucht, ich saß zweite Klasse, bin aber in die erste rüber, weil es ja leiser war, und hab versucht, am Telefon so zu klingen, als wäre ich gerade dort, wo ich versprochen hatte, eigentlich hinzufahren. Nämlich bei meinem Kumpel, der ein bisschen außerhalb von Hamburg wohnte. Ich hatte damals so einen Mofa-Roller, der irgendwie 60, 65 km/h fuhr mit 15.
und hab ihr halt erzählt, dass ich jetzt gerade da bin. Und sie sagt, oh super, es ist ja demnächst Elternabend, kannst du mir mal Joshua hieß er damals, Joshuas Eltern kurz geben. Wir wollen nämlich gemeinsam hinfahren und dazu müsst ihr wissen, Joshua war mein bester Kumpel und seine Eltern und meine Mama waren Elternvertreter für unsere Klasse. Das war die erste Scheiße. Ich musste jetzt erklären, warum ich, obwohl ich bei denen bin ja angeblich, die Eltern nicht ans Telefon bekommen. Ich habe ihr also erzählt, in der wirklich größten Überzeugung, die ich aus meiner Lunge raushauen konnte, dass die gerade nicht da sind, weil sie einkaufen gehen. Was natürlich das zweite Problem hervorruft, meine Mama vergisst sowas nicht einfach. Sie sagt also, ist kein Thema, macht euch einen schönen Tag, ich rufe morgen nochmal an. Joshuas Eltern wussten von dem Ganzen natürlich nichts, sie hätten mich für bescheuert gehalten. Joshua selber wusste von meiner ganzen Story. Das war aber auch erstmal das Einzige, was mir ein bisschen hätte den Arsch retten können. Da für den Tag hatte ich aber zumindest Ruhe. Ich fahre also nach München durch und treffe all diese unbekannten Leute. Und irgendwie war keiner so, wie ich das gedacht habe. Jeder von denen war nett, keiner hat mir was getan, aber sie waren alle älter als ich. Jeder einzelne davon hätte meine Mutter oder mein Vater sein können. Ich war froh, dass wenigstens Mütter bzw. Frauen dabei waren. Mit einer Horde wildfremder Männer mit 15 Jahren in einer fremden Stadt ist wirklich nicht das Schönste, was man sich vorstellen kann. Und am ersten Abend, und es war auch gleich der letzte Abend für mich dort, begann die Riesenscheiße. Ich hatte bis dato in meinem ganzen Leben noch nie Tequila getrunken. Ich hatte schon Bier getrunken, ich hatte schon Wodka getrunken, Bacardi Ras habe ich schon getrunken, Whisky habe ich getrunken, aber noch nie Tequila. Und ich weiß jetzt auch warum. Wir fingen also abends mit entspannten Trinkspielchen an. Ihr müsst euch vorstellen, ich bin 15 Jahre alt, ich wog damals so um die 60 Kilo, war 1,80 Meter groß. Dieser Körper konnte nicht viel vertragen und da waren gestandene Männer, die jeden Tag am Saufen waren. Wir fangen also mit irgendwelchen Trinkspielchen an und ich schwöre es euch, es war das erste Mal, dass ich Tequila trinke und ich habe mir immer zwischendurch einen kurzen genommen und habe wirklich gedacht, ey, das geht ja, passiert ja gar nichts, wir waren drinnen die ganze Zeit. Zwischendurch, weil es irgendwann, dachten ich zumindest, langweilig wird, habe ich alle 10 Minuten, das war dann irgendwann diese neue Regel, zu dem Tequila, den ich getrunken habe, auch noch ein kleines Glas Caipirinha getrunken. Leute, es ist wirklich mein Ernst, macht das nicht. Wirklich, macht das nicht. Caipirinha und Tequila zusammen und das durchgängig, ohne dass ihr frische Luft zieht, weil ihr ganze Zeit in der Wohnung seid oder im Haus, ist eine Todesmischung und sorgt dafür, dass ihr euch wie tot fühlt. Ich schwöre es euch. Wer das einmal gemacht hat, weiß, wie es sich anfühlt, tot zu sein. Ich habe so viel gesoffen, die Bilder habe ich erst irgendwann zugeschickt bekommen, dass mir irgendjemand irgendwann mitten an diesem Abend, weil ich völlig sturzbesoffen war plötzlich, ich bin nämlich irgendwann vor die Tür gegangen, weil ich dachte, kurz frische Luft schnappen, dann kam der Mann mit dem Hammer, der Tequila-Mann, und hat mir voll eine runtergehauen. Ich war sowas von weg, ihr habt keine Ahnung. Mir hat irgendeiner von den netten Leuten, es waren wirklich alles nette Leute und mir wird auch keiner was getan, Wäscheklammern an die Ohren, an die Nase, ans Kinn, überall ran gemacht und ich war so sturzbesoffen, dass ich so am Ende eingepennt bin. Und zwar draußen im Garten, ich habe dort geschlafen, neben meiner Kotze. Ich habe mich selbst nicht angekotzt, aber alles um mich herum. Mit diesen Wäscheklammern bin ich dann morgens aufgestanden und meine Mama ruft natürlich an. Und glaubt mir, ich hatte einen Schädel, wie ich das noch nie in meinem Leben hatte. Sie ruft mich an und sagt zu mir, hey, ich habe mit Joshuas Eltern gesprochen, wir treffen uns Montag. Und ich denke, hey, Moment, wenn sie mit denen gesprochen hat, ihr müsst euch vorstellen, mein Kopf war komplett dicht, ich war komplett besoffen, es ging gar nichts mehr. Aber wenn meine Mama anruft, dann wusste ich, ich muss jetzt schalten, ich muss irgendwie jetzt kurz nüchtern sein. Sie sagt zu mir, ja, ich habe mit denen gesprochen und wir fahren am Montag zusammen dann hin und klären das und das ab. Und ich denke mir die ganze Zeit, wie kann es sein, dass sie nicht weiß, dass ich nicht da bin? Ich meine, irgendwann in diesem Gespräch von denen muss doch das Thema kommen, grüßt mein Sohn. Und dann müsste auch die Frage kommen, warum, wo ist dein Sohn denn? Oder der ist doch gar nicht da.
Aber sie hat nichts mehr gesagt, wünschte mir einen schönen Tag und sagte, freue mich, wenn du wieder zu Hause bist. Es war Samstag, ich hatte gesagt, komm, Sonntagabend erst. Ich fahre also Samstag, weil es mir sowas von schlecht ging und ich keine Lust mehr hatte, weiterhin in München zu bleiben. In einer fremden Stadt bei fremden Leuten, die mich im Prinzip so abgefüllt haben, dass ich gar nichts mehr konnte. Es waren alle besoffen, das muss man dazu sagen. Wirklich alle. Es war also eine riesige, einfach nur Säuferei, wie ich das meinem ganzen Leben auch danach nie wieder erlebt habe. Außer auf dem Abiball vielleicht. Auf jeden Fall bin ich dann nach Hause gefahren und ich kann euch eins sagen, wenn ihr in einem ICE sitzt und ihr 7 Stunden fahren müsst und ihr immer noch den Alkohol von letzten Tag im Blut habt und euch schlecht ist und es dreht sich alles, dann ist eine 7-stündige ICE-Fahrt das allerletzte, was ihr in eurem Leben machen wollt. Ich habe es irgendwie überstanden. Ich habe mehrere Male die Toilette besucht, ungefähr 98 Mal, war dann tatsächlich zu Hause, meine Mama war arbeiten, ich habe mich hingesetzt auf mein Bett und bin dort eingepennt. Als ich auf meinem Bett irgendwann wach geworden bin, war meine Mama dann zu Hause, guckte mich an und ihr kennt das bestimmt, wenn eure Eltern etwas wissen, was sie nicht wissen dürfen, dann haben sie diesen Blick drauf. Sie guckte mich an und sagte, na, geht's dir schlecht? Und ich sagte nur, bisschen Kopfschmerzen. Und sie sagt wortwörtlich zu mir, egal was du gesoffen hast, das nächste Mal sagst du mir, wo du hinfährst. Das allerletzte Mal. Und ich habe so einen Anschiss bekommen. Sie hat von vornherein gewusst, was Sache ist. Sie hat genau gewusst, was los ist. Sie hat genau gewusst, wo ich hinfahre. Und sie hat mich trotzdem fahren lassen. Aus dem einfachen Grund, dass sie wirklich, glaube ich, wollte. Im Nachhinein habe ich das viele Jahre erst später, wie ich verstanden, dass ich die Erfahrung mache, dass man, egal wie cool man sich fühlt, so eine Sachen nicht einfach so und gerade in dem Alter machen kann. Und die Strafe, nicht nur, dass ich eine Woche lang Hausarrest hatte, das war schon die kleinere Strafe. Die Strafe war, es ging mir 3 Tage lang absolut übel. Es ging mir wirklich so schlecht wie nie zuvor in meinem Leben. Das war das allererste Mal Tequila trinken in meinem Leben und das war auch definitiv das letzte Mal Tequila trinken in meinem Leben. Ich habe dieses Teufelzeug seitdem nie wieder angefasst. Ich hoffe, euch hat diese kleine Story aus meinem Leben gefallen. Wenn ihr mehr von solchen Stories hören wollt, schreibt unten in die Kommentare, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Wir sehen uns morgen mit dem neuen Video. Ich bin raus, haut rein.